Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer Folge Way of the Hunter. Da sind wir wieder am Start, auch hier mal wieder. Mittlerweile ja auch gut mit dem Nepal-Update klargekommen, sodass wir hier mal wieder Zeit haben reinzugucken. Und auch hier kam in der Zwischenzeit ein kleines Update und zwar ein neues Waffenpack, neue Remington-Waffen. Von denen gibt es ja schon ein paar. Jetzt auch noch hier eine Remington 700 Alpha 1 Hunter. Im Kaliber 7mm. 7mm Kaliber haben wir schon im Spiel. Ich weiß nicht, ob auch PRC. Wahrscheinlich ein anderes mehr zu sein. Aber vor allen Dingen gibt es jetzt hier Remington Modell 700 SPS mit dem 375 Holland und Holland Kaliber. Beides Klasse 6 Waffen. Ich habe es mir beide schon eingepackt. Dementsprechend natürlich hier für das Großwild. Da gibt es auch noch zwei neue Flinten. Aber gut, ihr wisst, Flinten im Spiel hier. Naja, jetzt einmal so eine Slug-Waffe tatsächlich. Ich weiß gar nicht, ob die dann auch... Oh, die wird wahrscheinlich gar keine andere Munition dann haben, oder? Gar kein Vogelschrot oder so. Jagdstufe 5 auch, also schon relativ hoch auch. Und dann hier Jagdstufe 1 natürlich. Kaliber 12er Flinte, aber das ist hier anscheinend nur Flintenlaufgeschoss, die wir hier haben. Aber Flinten, wie gesagt, in dem Spiel hier nicht so meine Welt. Deshalb habe ich mir die anderen beiden geschnappt, nämlich die 7mm und auch die 375 Holland und Holland. Und mit der gehen wir jetzt ein bisschen jagen. Chickamauga Plains, Afrika. Denn 375 Holland, Holland ist ja wohl das Standard-Afrika-Kaliber, oder? Wahrscheinlich eins der meistgenutzten Kaliber bei Safari-Jagden. Ich weiß gar nicht, ob 375 Holland in Holland in Deutschland so oft genutzt wird, Alter. Wahrscheinlich nicht, oder? Auf was sollst du da schießen? Also ich meine, am Ende des Tages kannst du auf alles schießen. Kommt halt auch auf das Geschoss an und auf die Laborierung und so. Da gibt es natürlich im Real Life immer noch so ein paar Dinger, dass man auch eine 375 Holland oder Holland vielleicht ein bisschen harmloser schießen kann als jetzt auf dem Büffel. Aber ja, ich glaube, im deutschen Jagdgebrauch wahrscheinlich jetzt nicht so krass vertreten, würde ich sagen. Aber gerade im Ausland hier so Afrika und so. Schon häufig im Gebrauch. Deshalb sind wir auch hier und gucken, dass wir hier jetzt passende Tierchen finden, die wir damit dann auch schießen können, um die Waffen heute mal ein bisschen zu testen. Da dauert es auch noch gar nicht lange, bis wir die ersten schon sehen. Nämlich da hinten die ersten Kafermüffel, die wir da haben. 500 Meter gut entfernt. Die können wir auf jeden Fall mal anpirschen. Mal gucken, wohin die ziehen. Da vorne sehen wir auch noch irgendwelche Tiere. Oh, könnten Kudos sein, sicher bin ich mir aber nicht aus der Distanz. Müssten wir ein bisschen näher ran. Aber Kafermüffel natürlich, gerade für die 375 Holland Holland, sicherlich ein guter erster Test, würde ich sagen. Dementsprechend bin ich schon auf jeden Fall dazu geneigt, die zu testen. Ich glaube, da ganz hinten steht auch noch irgendwas, ne? Das könnten... Boah, auf die Distanz. Ey, schwer. Gnus oder so, vielleicht. Aber bei den kleineren Tieren können wir dann auf jeden Fall die 7mm testen. Aber ich will jetzt erstmal hier bei den Büffeln vor allen Dingen schauen, was wir da haben. Zwei junge Bullen, aber auch zwei weibliche Tiere, die da einhergehen. Mal gucken, wie nah wir da am besten rangehen. Denn allzu nah will ich, glaube ich, gar nicht mit der Waffe, um ehrlich zu sein. Ich glaube, es ist cooler, wenn wir da auch tatsächlich die Distanz ein bisschen wahren. Jetzt sehen wir auch da, großer Kudu tatsächlich da hinten. Einfach, um halt auch die Power der Waffe zu sehen. Weil klar, auf der nahen Distanz, da hast du halt wenig Probleme meistens, um da zurechtzukommen. Aber auf der weiten Distanz dann schon eher. Warum kann ich die Waffe nicht nullen? Achso, hier war das, ne? Plus... Nee, nicht nullen. Warum nicht? Ah, da. Da haben wir es. So. Wir haben gute 200 Meter. Also eigentlich genau die Distanz, die wir hier gerade genullt haben. Dementsprechend würde ich sagen, mal Feuer frei. Und schauen, was da geht. Hätten wir uns den Anschluss markieren sollen, ne? Das war wieder tippitoppi irgendwo da hinten auf jeden Fall. Wird es gewesen sein. Und ich glaube, die sind auch noch nicht abgesprungen. Das heißt, wir können auch nochmal schauen, dass ich vielleicht auf den Hochsitz hier komme. Und wir mit der 7mm hier dann auch nochmal einen Kudo schießen. Dann haben wir direkt hier beides einmal abgehakt. Dann mal die Leiter hier hochklettern. Da haben wir ein bisschen bessere Übersicht. Nach da hinten, denn die stehen ja noch immer passend am Wasserloch. Jetzt sehen wir auch von hier oben dann gleich die Büffel dazu.
Ja, schau mal eben, welchen wir da am besten schießen können. Wer ist er hier? Ausgewachsen? Einser. Guck mal, das ist schon mal direkt der passende, den wir brauchen, würde ich sagen. Wir nehmen einfach den. Und 200 Meter. Let's go. Er ist gar nicht so schlechter, oder? Was ist das für einer? Von den Hörnern her sah... Ausgewachsener Zweier. Das ist okay. Sah kleiner aus, um ehrlich zu sein. Größer aus. Aber ist er nicht. Jetzt chillt er sich natürlich dahin, ne? Wenn er jetzt breit kommen würde, würde ich auch ihn schießen. Aber breit hätte ich sie schon gerne, so ein bisschen. Dass wir da vielleicht auch den Durchschlag sehen. Müssen wir uns jetzt ein bisschen gedulden. Wir können natürlich auch ein bisschen spitzer schießen, aber... Eigentlich hatten wir gerade einmal kurz die perfekte Gelegenheit dafür. Oh, da hinten sind die Weißschwanzgnus, glaube ich, ne? Von hier zu sehen. Die wir da hinten fressend haben, aber noch sehr weit weg. 400 Meter. Da warten wir besser... Einmal kurz auf die Kandidaten hier vorne. Wir müssen halt weiterziehen. Vor allem er hier. Er chillt da ein bisschen im Gras. Er zieht weiter nach vorne. Können wir natürlich... Die Millimeter muss schon reingehen eigentlich, ne? So ist nicht. 4000 Joule hat die Waffe. Wie viel hat die andere? Ich habe gar nicht gerade bei dem Büffel drauf geachtet. Die hat auch... Die, boah, 4200. Gar nicht so krasser Unterschied, ne? Zwischen der 7mm und der 375. Hätte ich mehr erwartet, um ehrlich zu sein. Aber ziemlich eng. Beisammen das Ganze. Okay, ich würde sagen, wenn er einen Kopf hochnimmt, dann versuchen wir es hier. Weil bis der hier dann tatsächlich den die breit stellt, können wir lange warten. Oh Gott, jetzt guckt er so nach hinten. Und vielleicht in den Hals reinschießen. Kann ihn den Kopf wieder nach vorne nehmen. Er wird gleich dann direkt weiterfressen, ne? Komm. Komm, gib mir den Schuss. Nimm den Kopf hoch und guck diesmal nicht nach hinten. Nimm ihn hoch. 186 Meter. Dann müssen wir gucken, wie das Ding halt schräg einschlägt. Aber wir brauchen den erhobenen Kopf. Gib ihn mir. Gib ihn mir. Nicht mal nach unten gucken. Er weiß es ganz genau, ne? Er weiß es ganz genau. Er weiß ganz genau, was ich vorhabe. Er sagt, nee, nee. Guck mal, er nimmt schon zum 10. Mal den Kopf hoch, Alter. Er hier, den nicht einmal hoch, ey. Okay, hat er Glück gehabt. Dann hat er Glück gehabt. Oh, den auch Warzenschweine. Guck mal einer an. 300 Meter Warzenschwein. Auch mal 7 mm mit Warzenschwein hier schießen, sage ich. Ja. Schuss hat gepasst. Für den Sound von der Waffe ganz geil, um echt zu sein. Der hat sie gut. Ein Warzenschwein liegt auch da. Und da muss ich sagen, das ist relativ kurz, weil wenn wir wissen, Warzenschwein, Junge, da habe ich schon, da habe ich wirklich schon nachsuchen gehabt. Da liegt sogar der Büffel, sehe ich gerade. Und ja, da hinten legt er sich ab und da hinten die fressen schon wieder oder was. Okay, aber wir haben erstmal drei Tiere, die es zum Einsammeln gilt, wo wir uns dann die Anschlüsse einmal angucken können. Warzenschwein, Büffel und auch Kudu. Also von klein, mittel bis groß. Alles drei dabei. Das ist doch ein guter Schnitt, würde ich sagen. Im besten Fall kriegen wir den Einser da vorne dann auch noch erlegt. Wir können ja mal mit der 375 auf so einen Kudu schießen. Den gerade haben wir mit der 7mm getestet. Jetzt nimmt er den Kopf wenigstens auch hoch. Gucken, ob wir den dann auch treffen. Ja, sollte ein guter Schuss gewesen sein. Wenn auch ebenfalls schräg rein und damit ist er mir dann aber doch nicht entkommen. Zu guter Letzt. Wenn er es auch im ersten Moment versucht hat. So. Ich finde von der 350 Holland, der Sound könnte ein bisschen geiler sein, oder? Ich weiß nicht, der Sound ist mir ein bisschen zu wenig, um ehrlich zu sein. Aber gut, kannst du nichts ändern. Ist halt so. Wir gucken jetzt erstmal hier, was die vor allen Dingen auf den Büffel hier bewirkt hat. Denn das war das erste Tier, was wir geschossen haben. Relativ humane Flugdistanz, relativ kurz, 200 Meter geschossen. Aber tatsächlich hier, wir sehen von der Leistung her, 350 Holland, nicht in Büffelrange. Also, obwohl wir da eine Klasse 6 Waffe haben, auf 200 Meter ist sie nicht im Büffelrange. Muss man mal klar sagen. Und kommt gerade so in die zweite Lunge. Fast ein bisschen, boah, hätte ich fast ein bisschen mehr gedacht, um ehrlich zu sein, weil 200 Meter ist keine außergewöhnlich hohe Schussdistanz. Klar, kann man näher ran, aber boah, 200 Meter kann man auch schon schießen, sage ich. Ja, hätte ich jetzt ehrlich gesagt fast einen Ticken
mehr erwartet, erhofft, ich weiß nicht. Was ein bisschen wenig Power, um ehrlich zu sein. Müsste man vielleicht nochmal an einen näher ran, aber. Ja. Keine Ahnung. Ist auch nicht mehr. Sind die anderen so viel näher dran? Wir haben noch mit der. Wir haben noch schon voll oft so Büffel 2 Meter geschossen, war gar kein Problem, oder? Hab ich den hier markiert? Also hier war mal ein Warzenschwein. Achso, ich habe den Anschluss markiert, oder? Ein Warzenschwein ist dann irgendwo hier hingelaufen. Ah, davon liegt's, genau. Weit gekommen. Da haben wir das mit der 7mm geschossen. Dafür echt eine kurze Flutschuss an. Das Warzenschwein ist gut, glaube ich. Boah, fast unterschossen sogar. Auch gar nicht mal so gut getroffen. Na gut, stand halt auch 341 Meter. Und da sehen wir schon fast zu krass. Aber Warzenschwein ist auch, ich weiß gar nicht, die Stufe 4 oder 5 wahrscheinlich. Ne? Auf jeden Fall keine 6er. Da sind wir natürlich über dem Kaliber drüber, das ist klar. Dementsprechend auch wahrscheinlich kurze Flutdistanz, aber hier auch gute Wirkung, sogar ein Herz noch so ein bisschen linke Lunge, dafür, dass der Schuss so schlecht war, dafür ist es halt dann auch ganz gut, klar, auch wenn wir ein bisschen über dem Kaliber geschossen haben. Gucken wir uns den Kudu an, welche Markierung das jetzt hier sein müsste. Eine von beiden ist der erste Kudu, den wir mit der 7mm geschossen haben, der zweite ist der mit der Holland und Holland. Ich glaube, für Kudu ist das halt so genau das passende Kaliber wahrscheinlich. Ah, guck mal, da hinten sind noch die Zweischwanz-Gnus. Da könnten wir uns eigentlich auch noch eins von schnappen, weil auch da müsste es eigentlich ein gutes Kaliber für sein am Ende des Tages. Wir gucken jetzt erstmal bei hier, denn für einen Büffel haben wir gesehen, 200 Meter. Ja, fast schon ein bisschen zu wenig. Für Warzenschwein logischerweise zu viel. Aber hier so die mittleren Tiere. Die müssten da eigentlich. Ja, auch schon fast zu viel, ne? Auch schon fast too much. Dafür 188 Meter. Sind gerade so. Och, oberes Limit, ey. Knapp über 4000 Joule. Und. Ja, gut, schräger Winkel. Bisschen hoch getroffen. Dafür ein bisschen die zweite Lunge da rein. Das ist die. Bei dem gewesen. Und wir gucken jetzt noch die 375 Holland. Aber auch da hinten. Mal eben schauen, was wir da haben. Ausgewachsener Zweier wäre da. Ausgewachsener Einser da hinten. Auch da 245 Meter. Versuchen wir gleich einen von zu erlegen. Guck eben, ob wir den anderen Kudu hier hinterm Hügel sehen. Ja, vorne sehen wir mein kleines Tierchen liegen. Da hinten sind schon wieder die anderen Kudus. Aber vor allen Dingen auch hier jetzt die Weißschwanzgnus. Ausgewachsener männlicher 200 Meter. Da checken wir das mal hier. 350 Holland vielleicht. Mal gucken, wie da die Joule-Leistung ist. Auch drüber, ne? Auch drüber. Naja. Mit dem anderen werde ich ja nicht so viel weiter drunter sein, um ehrlich zu sein. Aber das passt. Naja, auch drüber. Dann schießen wir den mit der 350 Holland. Gucken, dass wir dabei gut wegkommen. 200 Meter Distanz. Passt. Und der Schuss hat auf jeden Fall gepasst. Sollte schnell umfallen. Mal einmal und verfolgen das Ganze. Läuft aber echt noch. Oh. Hallo? Gnu? Junge, er verliert doch ultra viel Blut, oder nicht? Er verliert doch ultra viel Blut. Schild da hinten in dem Busch. Für meinen Geschmack noch ein bisschen weit gelaufen, denn die sind doch niemals Stufe 6, oder? Weißschwanz-Gnu, die sind doch hier bestimmt irgendwo bei. Streif. Nee, guck mal, jetzt auch Stufe 6 tatsächlich. Dings ist schon dabei. Das normale Gnu. Wo ist das Weißschwanz? Glaube ich nicht gesehen, aber Streif-Gnu ist dabei. Warum ist das Weißschwanz-Gnu hier nicht zu sehen? Samba, Waldbison. Weißwedelhirsch. Hier, nee, ist doch Stufe 5, Weißschwanz-Gnu, also nur das Streifen-Gnu nicht. Empfohlene Aufprallallerung sehen wir hier, 4000, dann sind wir knapp drüber wieder. Aber dafür ist es fast weit gelaufen, um ehrlich zu sein. Dafür ist es fast weit gelaufen. Das ist halt ähnlich wie das Kudu, logischerweise, ne, von der Dings. Aber die sind nicht so weit gelaufen, weil sie vielleicht auch nicht so schnell sind, aber weiß nicht. Auf jeden Fall hier. Ja, der Winkel ein bisschen schlechter als bei dem anderen, das wir geschossen hatten. Da waren wir noch in die zweite Lunge reingekommen. Hier haben wir, glaube ich, ein bisschen spitzer noch geschossen. Dementsprechend in der ersten Lunge nur. Aber auch hier
Energie ungefähr gleich. Auch die Fluchtdistanz ungefähr gleich. Nicht so der krasse Unterschied. Bin mal gespannt, wie es hier dann aussieht bei dem Gnu, was wir da noch erwischt haben. Da müssen wir eigentlich easy Doppelunge haben. Die hat echt nicht erst so weit dann fliehen, um ehrlich zu sein. Denn wir schießen ja schon mit einer großkalibrigen Waffe. Die rennen halt echt noch da, keine Ahnung, 500 Meter gefühlt. Schon crazy. Vielleicht war auch meine Erwartungshaltung ein bisschen hoch von der 375 Holland. Ich weiß ja nicht, kann auch sein, dass das daran liegt. Und ich einfach eine komplett andere Erwartungshaltung hatte. Ja, bisher überzeugte mich bei keinem der Tiere, um ehrlich zu sein. Außer, gut, Warzenschwein, haben wir 7 mm geschossen, ne? Vielleicht da nochmal eins wegpusten oder was? Vielleicht da nochmal eins richtig wegpusten. Mal eben gucken, ob wir hier vielleicht irgendwo. Können wir da das nächste Tier sehen? Was hab ich denn markiert eigentlich? Das ist doch falsch markiert da hinten, oder? Das ist am Leben nicht richtig. Ich hab doch hier gerade schon irgendwo die Härte gehabt. Das müsste doch irgendwo hier am Busch eigentlich liegen. Ich habe, glaube ich, durch den Busch durchmarkiert. Da hinten auf jeden Fall. Safe nicht da, wo wir hin müssen. Ich glaube, das müsste hier irgendwo sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da ein bisschen nach hinten gelaufen ist. Also mein besten Willen nicht. Ah, guck, da liegt sie mich, siehst du? Vorbeigelaufen. Bin ich. Aber gut, dann ist vielleicht auch gar nicht so weit geflohen. Ich habe mich ein bisschen enttäuscht lassen durch hier meine Markierung. Die ist so einfach nur durch den Busch durch. Aber trotzdem schon lange gelaufen. Wir gucken mal. Ja, eigentlich ein glatter Durchschuss. Auch hier sind wir gut drin. Knapp über der Ju-Leistung. Aber ja, kommt auf der anderen Seite raus. Also besser wird's halt nicht, ne? Besser wird's halt nicht. Herztreffer wäre natürlich noch das Ding, was wir brauchen. 31% bei dem hier. Dann hätten wir ihn direkt gelegt. Aber doppelter Lungentreffer reicht dann halt eben auch nicht aus hier. Auch nicht bei einer 375 Holland, dass der da direkt zusammensackt. Da vorne ist aber noch ein ausgewachsener Einser. Das scheint ein anderer zu sein, um ehrlich zu sein, als die Gruppe, die wir gerade hatten, oder? War da noch ein ausgewachsener Einser dabei von den Kudos? Weiß nicht, ich hab's nicht gesehen. Wir sind ein bisschen näher dran als gerade. Ja, den legen wir direkt. Da können wir mich das Herz tatsächlich erwischt haben. Und dann, klar, performt die Waffe natürlich. Diesmal wieder hier 375 Holland geschossen. Auf den Kudo. Beide Waffen übrigens 3-Schuss-Magazin. Ja, reicht aus bei dem Spiel hier. Hier kannst du eh nicht viel mehr schießen am Ende des Tages. Muss man fairerweise sagen, hier zählt der eine platzierte Schuss und nicht die Doppelschüsse oder Dreifachschüsse. Insofern ist das eigentlich hier vollkommen egal, wie viel Munition die im Magazin haben. Spielt hier nicht so die entscheidende Rolle. Was ist da oben im Hang? Nur ein Stein. Guck mal, was wir hier getroffen haben. Auf jeden Fall sofort gefallen. Dementsprechend wahrscheinlich auch nicht nur ein doppelter Lungentreffer, sondern der Schuss ins Herz. Nee. Nee. Interessant, ein Kudo kriegen wir gelegt, obwohl der ähnlich wie das Gnu ist. Und der Junge, der ist nicht mal ganz durch, ne? Der Gnu hat viel mehr gehabt in der linken Lunge oder in beiden Lungen. Klar, hier rechte Lungenflügel komplett durch. Aber linke, wir sind nicht mal durch bei dem aus 129 Meter. Wir schießen den hier fast mit 5000 Joule rein. Wir kommen nicht durch, aber er fällt sofort um. Ich werde nicht so ganz schlau aus der Waffe, um ehrlich zu sein. Ich werde nicht so ganz schlau. Klar, die Distanz war jetzt eine kürzere als bei den Gnu um 80 Meter. Aber schon gedacht, dass wir das Herz da erwischt hätten, oder was? Wenn er direkt umfällt. Aber nee, das fällt direkt um. Interessant. Ausgewachsenes Warzenschwein sind wir da vorne. Dahinter sogar, glaube ich, Spießböcke. Die haben wir noch gar nicht gesehen. Wäre eventuell eine Überlegung wert, dass wir vielleicht davon auch nochmal einen testen. Denn Warzenschwein haben wir ja schon gesehen. Zumindest mit der 7 mm. Das sind gar keine Spießböcke, sind Gnus, ne? Streifengnus allerdings. Die sind natürlich Klasse 6. Wir haben gerade gesehen, bei den Klasse 5ern, bei den Weißschwanzgnus, da war so semi. Hat funktioniert, aber hätte besser sein können. Da ganz hinten stehen auch noch irgendwelche Tiere, auch Gnus, glaube ich, tatsächlich. Auch hier wieder Warzenschweine, die wir haben. Aber ich glaube, wir würden versuchen, tatsächlich so einen 6er Streifgnu da zu erwischen. Denn Stufe 6 ist letztendlich auch die Waffe. Insofern würde mich schon interessieren, wie das da
funktioniert bei den Gnus. Auch da, ja, ist ja halt die Frage, ne? Wie nah kommen wir dann letztendlich da ran? Und wie kriegen wir den Schuss da unter? Ich versuche, dass wir da vielleicht schon ein paar Meter hinkriegen, so. Ja, aber 150. Oh ne, die fliehen schon, ne? Die fliehen, aber manche sind noch. Oder Tramino so. Ah, ich glaube, die wurden von den Warzenschweinen unruhig gemacht, ne? Ja, gut. Das ist ein bisschen problematisch. Dann werden die halt alle wegziehen. Wenn wir Glück haben, kriegen wir da jetzt noch einen schnellen Schuss. Ne, kriegen wir nicht mehr. Die ziehen auch weg. Die ziehen auch weg. Okay, das heißt, da können wir höchstens gucken, wohin die ziehen. Denn im Notfall hätten wir da hinten halt auch noch welche. Aber auch da sind Warzenschweine davor, dahinter dann auch Spießböcke. Also Tiere haben wir genug. Nur die Schussdistanz müssen wir auch erreichen. Haben wir irgendwas an der Spotting-Distanz geändert? Kann uns sein. Ich sehe da Tiere auf, keine Ahnung, 300 Meter. Die ich spotten kann, haben sie erhöht, oder? War sonst immer so 270 ungefähr, 280. Aber jetzt haben wir da Tiere, die wir wirklich deutlich weiter beobachten können. Zumindest so, keine Ahnung, 30 Meter weiter oder so. Kann sein, dass wir da was erhöht haben. Gut möglich. Aber unsere Streifenlos ist da vorne. Ich versuche da mal ein paar Meter näher ranzukommen. Das war, ja, ich würde gerne so 150 würde ich entschießen, um ehrlich zu sein. Nicht, dass die Warzenschweine mir wieder den Spaß hier verderben. Da hinten noch ein schönes Dreier-Gnu. Gar nicht so schlecht, 200 Meter steht's. Wenn wir dann noch so die letzten paar Meter schaffen könnten, wäre ganz nice. Wind steht natürlich drauf. Die Warzenschweine aber noch ruhig. 170 haben wir jetzt. Oh, aber die sind nicht ruhig, oder? Ich glaube, die... Oh, müssen wir den Kopf am hin und her wackeln. Könnte sein, dass die mich fast schon eher bemerken als die Warzenschweine. Na gut, wir werden jetzt gleich versuchen zu schießen, denke ich. 160 Meter oder so ungefähr. Er dreht sich jetzt leider ein bisschen weg. Er steht hier breit, ne? Ist mir jetzt auch eigentlich egal, welchen wir denn nehmen. Da sehen wir auch die Joule-Leistung. Passt da so ziemlich genau. 146 Meter. Also feuerfrei hinter das Blatt. Und dann mal gucken. Läuft auf jeden Fall deutlich langsamer als schon mal das andere Gnu. Aber er nimmt jetzt auch wieder Fahrt auf. Ja, wird auch ein paar Meter machen, ne? Aber gut, bleibt nicht aus. Die Gnus sind halt auch einfach schusshart, ne? Und das hier vorhin dann noch schusshärter als wahrscheinlich die Weißschwanz-Gnus. Einfach dadurch, dass es auch eine Stufe höher ist. Aber dahinter legt es sich da nieder. Und damit haben wir es auch erwischt. Die Springmücke da oder die Spießböcke da, die springen jetzt auch weg. Sollen sie tun. Denn ich will noch meinen Gnu mir schnappen. Das liegt nämlich hier vor mir. Ja, gute Distanz nicht soweit. Auch hier sehen wir, ja, für den Durchschuss reicht es am Ende des Tages nicht. Linker Lungenflügel auch, genau wie bei dem Kudu gerade, ne? Da hatten wir es ja auch. Aber hier sind wir natürlich trotzdem in dem Joule-Bereich, den wir benötigen fürs Streifen-Gnu. Ja, am Ende des Tages sage ich, wie es ist. Hätte ich fast mehr erwartet von der Waffe. Aber tut ihren Job. Tut ihren Job. Aber ich hätte fast mehr erwartet. Ich hätte so bei einem Gnu, Alter, muss schon so ein Durchschlag drin sein eigentlich, ne? Da muss ein Durchschlag eigentlich drin sein. Haben wir aber nicht hinbekommen. Gut. Machst du nix. Aber trotzdem, ey. Waffe tut auf jeden Fall. Ihr Ding werden wir sicherlich vielleicht auch nochmal auf den anderen Karten testen. Und nicht hier in Afrika. Aber das soll es gewesen sein von der Folge hier. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn es dir gefallen hat, Däumchen nach oben. Abonnieren nicht vergessen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Dann macht's gut. Haut rein und auf Wiedersehen.